Hey Fresh Family, was geht ab? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja Leute, ihr seht's, wir sind heute das erste Mal mit dem neuen Kinderwagen draußen. Und ich wollte euch mitnehmen, ich drehe einen kleinen Vlog. Bin mit meiner kleinen Schwester Alicia unterwegs, mit Caden und mit Kinaya. Und ich habe einen Schlüssel gefunden. Denn wir gehen jetzt in die Stadt zu Fuß hier bei uns. Und treffen gleich meine Schwester, die hat nämlich heute Geburtstag. Die ist heute 20 Jahre alt geworden, meine kleine Schwester. Und ja, wir gehen jetzt was frühstücken. Ich wollte euch zeigen, wie Kinaya sich macht im Kinderwagen. Das erste Mal in einem Kinderwagen spazieren. Und ja, ich bin mal gespannt, ob es ihr gefällt oder ob sie weinerlich wird, ob sie quengelig wird oder ob sie wirklich entspannt. Jedenfalls nehme ich euch heute mit. Einen kleinen Vlog, wie gesagt. Seid gespannt, was euch erwartet. Ich werde am Ende des Videos noch ein paar Leute grüßen. Das heißt, bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende. Bevor das Video weitergeht, Alicia, was sollen sie machen? Den Kanal abonnieren? Und die Glocke aktivieren. Richtig. Und dann nach oben. Genau. Und dann geht das Video jetzt weiter. So, die Kinder laufen hier. Caden hat keine Lust, an die Hand zu gehen. Und das, Leute, der Kinderwagen. Kleine Mausi schläft. Sie ist direkt eingeschlafen, die Süße. Ich bin echt gespannt, wie sie das macht. Hast du auch geschlafen? Ja. Das ist so krass irgendwie, dass sie das direkt so mitmacht. Da ist ein Bienen. Oh ja, stimmt. Das ist so niedlich. Kleine Maus, schlaf schön, du Süße. Mal sehen, wie lange sie da drin schläft. Oh, toll. Also ich habe den Kinderwagen gestern jetzt noch komplett gereinigt. Ich habe ihn desinfiziert, an die Luft gestellt und ja, so gut es geht, sauber gemacht. Da war eigentlich auch sauber. Nur so die Reifen und so habe ich so ein bisschen gesäubert. Ja, mir war halt wichtig, dass ich den einmal desinfiziere, damit ich einfach ein besseres Gefühl habe. An sich waren die Leute echt sauber und ich mache mir da keine Gedanken, aber ich brauche das einmal und so fühle ich mich besser. Sie hat jetzt auch ihr Bettlaken drin und noch ein Spucktuch so als Kissen und ihre Decke und alles. Ist halt jetzt fühle ich mich gut und es fühlt sich gut an, mal so einen Kinderwagen jetzt auch zu schieben nach 4 Monaten. Und ja, wie gesagt, ich bin echt gespannt, wie sie es mitmacht. Jetzt scheint sie sehr gechillt zu sein und das zu genießen. Hoffentlich bleibt das so. Ja, bleibt dran und seid gespannt. So, Mausi ist jetzt wach. Bist du wach? Na? War der Schlaf gut? Du siehst so dick aus von hier, von der Perspektive. Hat der Schlaf gut getan, mein Schatz? Ja? Ich habe nicht eine Maus gesehen. Ja, was hast du gerade gesehen? Ich habe eine Maus gesehen. Und was war mit der Maus? Die ist ekelhaft. Ja. Sie ist tot. Sie lag da tot, ne? Ja, traurig. Schade. Jemand hasst wahrscheinlich Tiere. Arme Maus. So, wir sind jetzt bei meiner Schwester angekommen. Die braucht wieder Ewigkeiten. Wir warten gerade hier, bis sie runterkommt und dann gibt's lecker Essen. Happy Birthday! Hast du zu ihm gesagt Happy Birthday? Sing mal Happy Birthday to you. Sing mal. Oh. Das ist okay. Ja, guck mal. Yummy. Lecker, lecker, lecker. Alicia, was gibt's bei dir? Ein Croissant. Und was ist du, Schwesterherz? Erzähl doch. Das ist so. Meine schüchterne Schwester. Lecker. Und was bist du, mein Schatz? Schokolade. Schokolade. Bei Mami gibt es ein Karamell Macchiato, ein halbes Rinder-Tartar-Brötchen und Lachs. Das lassen wir uns jetzt schmecken, ne? Guten Appetit, ihr Süßen. Achso, und Kinaya? Kinaya, gefällt ihr Kinderwagen? Ist schön, der Kinderwagen, ne, Schatz? So, wir waren jetzt schön essen. Hat sie geschmeckt? Ja. Ist schön. Jetzt gehen wir noch ein bisschen spazieren hier. Die Kinder gehen jetzt einmal kurz Karussell fahren. Ich zeige euch das einmal. Caden ist Feuerwehrmann. So, wir sind jetzt gerade noch bei Bütten. Eine Kollegin zum Fotodrucker, bitte. Ja, da riecht echt gut. Oh nein, ich habe gerade einen Nagel angemalt. Ich habe hier gerade meinen Nagel angemalt, um zu gucken, wie die Farbe aussieht. Finde ich ganz cool. Hier ist das so ein bisschen abgegangen jetzt. Ich habe
die Farbe auf jeden Fall mitgenommen. Und Kinaya-Mausi, gefällt dir das im Kinderwagen? Schön, ne? Die kleine dicke Nudel. So rumgeschoben werden, das ist schon cool, ne? Ist schon cool, ne? Ja, Kleine? Hallo Prinzessa! Ist der Kinderwagen jetzt langweilig geworden? Bist du bei Tante Celine? Bist du bei Tante Celine? Ha? So, meine Lieben, ich berichte euch einmal. Erzähl mal, Celine, wie hat Kinaya das mit dem Kinderwagen gemacht, so fürs erste Mal? Sehr gut. War gut, ne? Sie hat das echt genossen, ne? Hast du das genossen? Ja, sie hat es irgendwie genossen. Sie war richtig ruhig, bis auf dass sie dann Hunger hatte. Und der Vorteil ist, dass wir ihr dann die Flasche im Kinderwagen geben konnten. Das heißt, super. Es war echt kein Fehlkauf. Meine Schwester findet den Kinderwagen auch schön, ne? Prinzessa gebraucht ist. Ich finde, das muss halt nicht immer neu sein. Also erst recht sowas nicht. Wir hätten auch einen neuen gekauft, aber wie gesagt, wir werfen den ins Auto rein. Dadurch kriegt er Kratzer und geht eventuell sogar kaputt. Dann steht er die meiste Zeit nur im Keller. Und ich finde, dafür muss man keine 400-500 Euro ausgeben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so macht mit Kinderwagen, also mit so großen Sachen. Ob ihr das immer neu kauft oder ob ihr auch mal gebraucht kauft. Ja, jetzt sind wir gerade noch ein bisschen auf dem Spielplatz. Dann gehen wir gleich auch schon wieder nach Hause. Ich nehme euch gleich noch mal ein bisschen auf, wie Caden hier rumhüpft und klettert und macht und tut. Er ist so groß schon, das ist unglaublich. Er klettert hier auf dieses große Ding. Ich zeige euch das mal. Auf dieses Ding klettert er schon hoch alleine. Ja, ist einfach der Wahnsinn. Eine Sache noch. Viele sagen immer, dass meine Schwester und ich uns ähnlich sehen. Guck mal einmal. Sehen wir uns ähnlich? Schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich interessieren. Viele sagen immer, oh mein Gott, deine Schwester sieht dir voll ähnlich. Und sie hört das auch immer. Und wir finden aber, dass das irgendwie gar nicht so ist. Ne? Also ich finde, man sieht, dass wir Geschwister sind, aber dass wir uns so ähnlich sehen, so eins zu eins und so, wie viele das immer sagen, finde ich irgendwie nicht. Aber ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Und ja, jetzt zeige ich euch gleich ein bisschen, wie die Kids hier noch spielen. Und dann geht es auch gleich wieder nach Hause. Zeig mal, wie du klettern kannst, mein Schatz. Kletter mal da hoch. Wow, so stark bist du. Oh, ist wie ein Trampolin, ne? Das ist so toll. Vorsichtig. Das ist so toll. Ja, das ist klein da oben, ne? Aber so hoch kommst du noch nicht, mein Schatz. Aber ich. Willst du das mal zeigen, Alicia? Zeig mal. Müssen da hoch dann. Nee, du schaffst das noch nicht, mein Schatz. Du kannst dich noch gar nicht so halten, weißt du? Mein Baby. Hallo! Alicia schafft das. Wow! Kannst du helfen? Aber nicht so hoch! Ich meine nicht, dass du so hoch kletterst, mein Schatz. Dann kann ich dir gar nicht mehr helfen, okay? Das reicht. Nicht so weit hoch, Mama hat Angst. Baby! Wow! Alicia, halt dich gut fest! Bist du auch fest, Schatz? Nein, du kommst nicht so weit hoch, Schatz. Ich möchte das nicht. Komm wieder runter, Schatz. Bist du ein kleiner Kletteraffe? Mhm. Soll ich dir helfen? So, der Kinderwagen wird direkt als Ablage benutzt. Und Mausi ist direkt auch wieder eingeschlafen. Das heißt, oh, ein Bagger. Sie mag es in ihrem Kinderwagen auf jeden Fall. So, das freut mich auf jeden Fall. Haben sich die 120 Euro gelohnt. Wir sind jetzt auch schon wieder auf dem Weg nach Hause. Meine Mami holt jetzt auch gleich Alicia ab. Caden macht dann hoffentlich gleich einen Mittagsschlaf. Und dann geht's nachher noch zu meinem Onkel. Dann grillen wir dort heute alle zusammen und feiern ein bisschen den Geburtstag meiner Schwester. Aber da werde ich die Kamera dann nicht einschalten, weil wir das dann so ein bisschen genießen. Und es will ja auch nicht jeder aufgenommen werden. Deshalb lassen wir da die Kamera aus. Ja, ansonsten wollte ich euch gleich noch einmal kurz die paar Sachen zeigen, die ich mitgenommen habe beim Shoppen. Das war kein wirkliches Shoppen, wir waren eher so ein bisschen stöbern. Und da habe ich so ein paar Sachen mitgenommen. Das heißt, wenn euch das interessiert, bleibt noch kurz dran, damit ihr das gleich noch seht. Und dann werden gleich am Ende des Videos auch noch, wie gesagt, ein paar Leute gegrüßt. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir zu Hause sind. So, meine Lieben, wir sind jetzt zu Hause angekommen. Caden schläft, Gott sei Dank. Er hat im Treppenhaus schon alles zusammengeschrieben, weil er so müde war. Kinaya schläft gerade auch noch, deshalb, oder auch nicht. Sie wälzt sich auf jeden Fall. Ich dachte, ich zeige euch jetzt einmal kurz die Sachen, die ich mitgenommen habe. Und ja, schaut mal. Also es ist halt tatsächlich nicht viel. Es sind einmal diese Ohrringe hier. Ich finde, die kann man immer gut gebrauchen, weil einfach so schnell auch Ohrringe weg sind. Deshalb habe ich die mitgenommen.
eine Pränahrung für Kinaya. Dann gibt es einen Weichspüler, frische Wäsche. Ihr Mamis da draußen, ihr wisst, was ich meine. Frische Wäsche ist das Beste. Dann habe ich mir hier so eine Handyhülle mitgenommen mit so einem Bändchen. Ben hat nämlich immer schon gemeckert. Hol dir mal so eine Schutzhülle mit so einem Bändchen, weil ich lasse mein Handy mal überall liegen und dann suche ich es. Und er ist schon voll genervt, weil ich ihn immer sage, kannst du mich bitte anrufen? Und die ist aber auch cool, so 10 Euro hat die gekostet. Gucken, wie lange das hält. So einmal Positionswechsel, Kinaya ist gerade wach geworden. Auf jeden Fall habe ich nach diesen Zopfgummis schon voll lange gesucht. Die sind so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, so nicht Seide, so... Vielleicht wisst ihr, was ich meine. Jedenfalls habe ich die schon richtig lange gesucht und die gab es jetzt für 2,99 beim H&M. Die habe ich mir auch mitgenommen. Ein Nagellackentferner, dann den Nagellack, den ich euch vorhin gezeigt hatte. Wenn man den so 2-3 Mal rüber macht, dann sieht er, glaube ich, voll schön aus auf dem Nagel. Und dann habe ich 2 solche kleinen Gläschen mitgenommen. Einmal Butternut-Kürbis und ganz normale Karotten. Es ist nämlich tatsächlich so, dass Kinaya am Samstag, heute haben wir Freitag und am Samstag, also vielleicht kommt das Video auch auf einem Samstag, dann ist sie heute genau 4 Monate alt. Eigentlich soll man ja erst mit der Beikost anfangen, wenn sie den 4. Monat beendet haben. Aber Kinaya guckt halt schon so interessiert, wenn wir essen. Und das war halt bei Caden damals auch so. Deswegen, ich weiß, Caden hat genau an dem Tag, wo er 4 Monate alt war, habe ich ihm auch schon die Karotte gegeben und er hat das auch richtig gut angenommen. Deshalb gucken wir, ob wir es mit Kinaya auch so machen, ob sie dann direkt schon den Brei nimmt. Ich bin mal gespannt. Sie kriegt auf jeden Fall einen Löffel von uns. Ja, vielleicht machen wir daraus auch ein Video. Ich glaube, das wird ganz witzig, wenn sie es nicht mag und dann und so. Ich bin mal gespannt, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie es mögen wird, weil sie echt eine Fresskanone ist. Also ich habe echt nicht viel mitgenommen, nur so ein paar Sachen. Ach, so ein T-Shirt habe ich mir noch mitgenommen. So ein ganz schlichtes beiges T-Shirt, so ein Basic-T-Shirt. Genau, und das war es auch. Also so richtig fündig wurde ich nicht, aber bin schon zufrieden mit den Sachen. Gerade so diese Schutzhülle gefällt mir ganz gut mit diesen goldenen Details. Finde ich ganz süß. Auf jeden Fall, ja, war es das mit dem Video. Ich hoffe, dass bis hier das Video euch gefallen hat. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und uns in die Kommentare schreiben, dass ihr das erledigt habt. Und dann hole ich jetzt einmal kurz mein Handy, denn es werden ja wie versprochen noch ein paar Leute gegrüßt. Bleibt dran. Bis gleich. Hallo Mausi, bist du wach? Bist du wach? Ja, ist eine Kamera. So Leute, jetzt geht's los mit dem Grüßen. Ganz liebe Grüße gehen raus an Diego Football Player. Liebe Grüße an dich. Marisa Barmeier, liebe Grüße an dich. Ganz, ganz liebe Grüße an Philipp Lazarevich. Liebe Grüße gehen raus an Atli 406. Ganz liebe Grüße gehen auch raus an Vivian Anok. Anokje, liebe Grüße an dich. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Liebe Grüße an Montaha Korkes, Sophie Girl. Liebe Grüße auch an dich, meine Liebe. Liebe Grüße gehen raus an Afi Angela Aholi. Ganz, ganz liebe Grüße gehen auch raus an Hama Nagra. Liebe Grüße, meine Liebe. Liebe Grüße gehen raus an Quen. Kien. Kien. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Kien Tran. Liebe Grüße gehen raus an BFC. Hier steht leider kein Name. Wenn ihr solche Kanäle habt, die keinen richtigen Namen haben, dann könnt ihr ruhig in den Kommentaren nochmal euren Namen schreiben, weil ich finde, das ist irgendwie persönlicher, wenn wir dann euren Namen auch nennen können. Und ganz liebe Grüße gehen raus an Mara X. Ich hoffe, Leute, dass euch das Video gefallen hat. Ich bin irgendwie dabei, mich ständig zu wiederholen. Wenn du da draußen auch gegrüßt werden möchtest, dann sei auf jeden Fall bereit dazu, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und in die Kommentare zu schreiben, dass du das erledigt hast. Und dann, meine Lieben, sehen wir uns auch schon beim nächsten Video wieder. Sag mal tschüss, mein Schatz. Sag mal tschüss. Bye, bye. Bye, bye.